Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um PPAs. PPAs sind so einer der ja am weitesten herumgetriebenen Begriffe der Energiewirtschaft in den letzten Monaten. Es wird immer wieder gesagt, PPAs sind im Kommen, das ist genau der richtige Weg, um erneuerbare Energieanlagen zu vermarkten. Aber was ist das eigentlich? Wofür steht das? Was steckt hinter den PPAs? Darum soll es heute gehen. PPA steht erstmal für Power Purchase Agreement, zu Deutsch Stromkaufvertrag, und ist am Ende des Tages nichts anderes als ein ganz klassischer Stromliefervertrag, aber eben unter anderen Rahmenbedingungen, als es klassischerweise passiert ist. Dieses Vertragskonstrukt ist jetzt vor allem gedacht für die sogenannten Post-EEG-Anlagen. Was steckt erstmal dahinter? Das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, ist im Jahr 2000 in Kraft getreten und hat eine Förderung für erneuerbare Energienanlagen für 20 Jahre etabliert. Also wenn eine Anlage vor 2000 gebaut war oder wenn sie im Jahr 2000 in Kraft getreten ist, in Betrieb gegangen ist, dann wurde sie für genau 20 Jahre gefördert. Wenn eine Anlage 2002 zum Beispiel in Betrieb gegangen ist, dann wurde sie für 20 Jahre ab 2002 gefördert. Dementsprechend können wir ja natürlich uns Folgendes ausrechnen. Wir sind jetzt Ende im Jahr 2019 angekommen. Ende 2020 laufen die ersten Förderverträge per EEG von 2000 aus. Ende 2021 die nächsten, Ende 2022 die nächsten. Und dementsprechend haben wir jetzt Anlagen, erneuerbare Energienanlagen, die eventuell noch richtig gut laufen, die aber nicht mehr staatlich durch das EEG subventioniert werden. Und dementsprechend brauchen die natürlich eine neue Vermarktungsmodelle. Und jetzt haben die verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können die sich im Rahmen des sogenannten Repowering einfach nochmal effizienter gestalten, den Wirkungsgrad hochtreiben und dann zum Beispiel auch selbst vermarkten an der Strombörse. Oder sie werden Teil eines virtuellen Kraftwerks oder. Aber genauso gut gibt es jetzt die Möglichkeit, dass vor allem auch Pools von diesen EEG-Anlagen, also zum Beispiel auch ein Windpark, sich mit einem PPA, mit einem Power Purchase Agreement, sehr attraktiv positioniert und langfristig finanziert. Was steckt konkret dahinter? Es ist ein langfristiger, sehr individueller Stromliefervertrag, der entweder mit einem großen Endverbraucher geschlossen wird. Das heißt zum Beispiel hier ein Stahlwerk, irgendein Industriekunde, ein großer Gewerbekunde, der sagt, hey, ich brauche in meinem Portfolio jetzt richtig sauberen grünen Strom. Der kann sich eben von so einem erneuerbaren Energienpool, von einem Windpark, von einem Solarpark diese Energie holen im Rahmen eines PPA. Praktisch Erzeuger, ne, also Kraftwerkspark, erneuerbare Energien, direkt mit einem großen Verbraucher in einem PPA abgeschlossen. Die zweite Variante ist, dass dieser Kraftwerkspark ist nicht direkt mit einem Verbraucher, sondern mit einem Stromversorger abschließt. Und das ist eigentlich so die auch klassische Variante, wie halt auch ein Kraftwerk seine Energiemenge ja an ein Versorgungsunternehmen abtreten würde. So kann genauso gut der EEG-Pool seine Energiemengen an einen Versorger abtreten und der hat es dann eben in seinem Portfolio. Der hat dann sauberen, grünen Ökostrom in seinem Portfolio. Jetzt gibt es nochmal verschiedene Varianten von diesen PPAs, die sich ja nach verschiedenen Rahmenbedingungen unterscheiden. Und genau diese Begriffe lest ihr eben auch online, ich will die kurz erklären. Einerseits der Offsite-PPA oder das Offsite-PPA. Offsite sagt ja namentlich auch schon, es ist nicht der gleiche Standort. Es ist außerhalb des Standortes. Das heißt, auch ganz klassisch zum Beispiel, Windpark in der Nordsee versorgt einen Kunden in Mitteldeutschland oder in Süddeutschland. Das ist ja dann ein rein virtuelles Vertragskonstrukt, das ist eine rein bilanzielle Zuordnung der Energiemengen. Physisch kann man diesen Stromfluss nicht nachvollziehen. Das ist also das ganz Klassische, so wie wir es ja auch eigentlich aus der ganz normalen Energiewirtschaft kennen. Der zweite Begriff ist die On-Site-Variante, der On-Site-PPA. Wie da der Name schon sagt, das ist auf dem gleichen Gelände. Das ist ein Werksgelände. Also zum Beispiel, wenn ein Industriebetrieb auf dem Werksgelände irgendwo eine Windkraftanlage hat oder zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach hat, aber die von jemand anderem betrieben wird, dann kann dieser Betrieb mit dem Betreiber der Anlage ein
On-Site-PPA abschließen, dann fließt der Strom auch tatsächlich ja physisch. Der geht ja nicht nochmal über das Stromnetz irgendwo anders hin, sondern der ist von der Anlage direkt in das Netz des Gebäudes eingespeist und kann damit die Anlagen, den Fuhrpark oder was auch immer von diesem Industriebetrieb versorgen. Und dann gibt es natürlich wieder verschiedene Vorteile, weil eben das Stromnetz nicht angegangen wird, können dort Entgelte, Abgaben, Umlagen, Steuern womöglich entfallen. Das sind so die besonderen Vorteile auch nochmal von dem On-Site-PPA. Die dritte ganz typische Variante ist praktisch ein synthetisches PPA. Das funktioniert schlussendlich so, dass die Anlagenbetreiber ihren Strom einfach an einen Energiehändler abgeben und der damit sein gesamtes ja, Energieportfolio diversifiziert und dementsprechend die Energiemengen an verschiedenste Kunden weiterverteilt werden. Das ist dann praktisch das synthetische PPA, weil es eben synthetisch künstlich irgendwo funktioniert. Es gibt keine unmittelbare Zuordnung von einem Erzeuger zu einem Kunden. Das ist dann eben ein bisschen ja, weiter verbreitet. Und genau hier stellt sich jetzt so die Frage, was ist eigentlich der konkrete Vorteil von einem PPA zum klassischen Energieliefervertrag? Denn beides unterliegt natürlich dem Energiewirtschaftsgesetz. Auch ein PPA unterliegt ganz klar dem Energiewirtschaftsgesetz. Es ist aber ein freieres Vertragsmodell. Das kommt schlussendlich aus den USA. Da ist es schon lange üblich, über diesen Weg erneuerbare Energienanlagen zu vermarkten. In Deutschland hatten wir ja in der Vergangenheit einfach die EEG-Subventionierung. Und daher war das gar nicht notwendig, so ein Vertragswerk irgendwie mal typischerweise aufzubauen. Schlussendlich kann eine EEG-Anlage, kann so ein Pool sich damit langfristig vermarkten und eben sehr individuell vermarkten. Und das sind so die kleinen Feinheiten. Es kann zum Beispiel ein Festpreismodell geben, dass man also über Jahre hinweg zu einem festen Preis vergütet wird. Dann fällt man da nicht drunter, man kann aber auch nicht drüber wachsen. Oder eben man macht da eine tatsächlich ja so Individualisierung entlang von Marktentwicklungen an Marktchancen und Risiken orientiert, kann dann der Betreiber entweder ein bisschen mehr Vergütung bekommen oder eben auch ein bisschen weniger Vergütung. Das ist dann eben davon abhängig, wie sich so der Markt weiterentwickeln würde und ist davon abhängig, wie man sich selbst ebenso sieht an Markt, an seinen eigenen Marktchancen. Und dementsprechend gibt es über das PPA-Konstrukt da eben verschiedenste Möglichkeiten, das etwas weiter anzupassen. Und das ist es eigentlich. Mehr steckt nicht hinter diesem Begriff PPA. Das sind einfach nur sehr individuelle Verträge, mit denen sich erneuerbare Energienanlagen, vor allem die, die jetzt aus der EEG-Subventionierung herausgefallen sind, ja, neu vermarkten lassen können. Und das ist eben jetzt so das absolute Trendthema, weil es gerade richtig viele Energiemengen gibt, die über PPAs an den Markt gebracht werden. Und ich denke, das ist auch wirklich eine sehr attraktive Möglichkeit für die nächsten Jahre, für die ganzen Post-EEG-Anlagen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu PPAs? Dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Ich werde euch hier noch weitere Videos verlinken, die sich auch ein bisschen mit dem EEG-Thema beschäftigen und mit dem Auslaufen der Förderung Ende 2020. Da könnt ihr noch weiter reinschauen. Gebt diesem Video bitte einen Like, einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.